dauert viel zu lange. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Lost of Us. Ja, ich habe keine Munition mehr. Wow, ein Schuss. Hier? Ich könnte mir mal ein paar Medikits machen. Ich habe ja im letzten Part ein paar verbraucht. Ein paar viele. Sehr viele. Das war nicht so gut. Und, ja, wir wollen jetzt in das Absperrgebiet, natürlich. Ich will aber gerade lieber mit einer Waffe da reinlaufen, anstatt mit einem Medipack. Okay. Ich habe nicht mehr viel Munition. Das wird nicht gut, Leute. Ich sag euch das. Das wird nicht gut. Was steht da? You'll die before we starve. Na, sicher? Also, wir sollen erst sterben, bevor sie verhungern. Gehst du jetzt mal da durch? Dankeschön. Boah, das ist doch bestimmt... Verdammt. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind. Okay? Ach, du Scheiße. Ich kann mich noch an die Stelle erinnern, die war mega schwer. Hier waren nämlich sau viele Leute. Okay. Das sind mir doch viel zu viele. Hey Mann, wir können das doch regeln, okay? Er hat eine scheiß Knarre! Munition ist leer! Den als Geisel zu nehmen war eine gute Idee, aber den dann zu töten, weil ich keine Munition mehr hatte. Ja. Ich würde sagen, die Typen haben mich aber ganz schnell erwischt. Scheiße, ey. Okay, dann gehen wir erstmal hier rum, weil da hinten sind drei Leute. Drei Leute sind mir definitiv zu viel. Scheiße, und wir rennen auch noch genau auf den... What the fuck? Hat der einen One... Was? Hat der gerade einen One-Shot gemacht? Leck mich doch am Arsch, Alter. Was geht bei denen? Was geht bei denen? Die sind ja viel zu krass. Vor allem, ich habe keine Munition mehr. Hey, das war ein astreiner Headshot, ja? Fuck, irgendeiner hat mich gesehen. Fuck! Okay. Ich kann direkt mal wieder das Medikit einsetzen, ey. Scheiße. Was? Wo? Oh, fuck. Ey, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen.
Ey, ich finde das krass. Das Spiel hat so einen Schwierigkeitsgrad, ne? Ich finde das ein bisschen zu krass. Habe ich den nicht erwischt? Von wo hat denn jetzt einer getroffen? Wo kommt der denn jetzt her? Holy. Fuck. Mann, der hat Munition fallen lassen. Das wäre mega gut gewesen. Da kommt einer angerannt. Zeig dich. Ich glaube, die wissen nicht mehr, wo wir sind. Ich glaube, die wissen nicht mehr, wo wir sind. So. Wo ist der? Du wirst hier nicht rauskommen. Okay. Oh Mann. Kurz mal in Deckung gehen. Die da hinten haben nichts bemerkt, ne? Oh, Leute, das ist gut. Ich habe wieder echt viele Shotgun-Munition, das ist richtig gut. Und, kann ich mir gerade zufällig ein Medikit nochmal machen? Nein, scheiße, dafür brauche ich Lumpen. Fuck. Okay. Da drin sind natürlich jetzt noch ein paar, ne? Okay. Aber immerhin kann ich die mit meiner Shotgun umlegen. Achtung, der kommt raus. Oder auch nicht. Okay. Oh Mann, Leute, ich kann momentan nicht so viel reden, weil einfach Ultrakonzentration, ey. Was sind denn jetzt die anderen Wichser? Zwei sehe ich noch. Scheiße, man, wo rennt der hin? Okay, es sind immer noch zwei. Oh, das ist Ellie. Oh Mann, Ellie, er erschreckt mich doch nicht so. Ich gehe hier lang. Schau dich da drüben um. Okay. Der kommt. More will die if you don't give us food. Ich habe euch Futter gegeben, ihr könnt euch jetzt euer... Wow! 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 Hallo!
Wo kommst du? Wow! Alter! Wo kamen die denn jetzt noch einmal her? Oh, leck mich! Was? Nein! Wo kamen die denn jetzt her? Ich hab niemanden mehr gesehen. Ich muss aber jetzt nicht wieder alles von vorne machen, ne? Ich hab nur einen Shotgun-Schlüssel, das heißt, dass ich nicht alles von vorne machen muss. Oh, gut, ey. Ey, den habe ich nicht gesehen. Die habe ich alle nicht mehr gesehen. Wo kamen die alle her? Jetzt mal ganz im Ernst. Ob er die nicht gesehen hat. Wow! Alter, meine Fresse. Könnt ihr jetzt mal verdammt nochmal mit der Scheiße da aufhören? Da war einer. Okay. Meine Fresse, Ellie, verpiss dich schon mal. Ich verwechsel dich auch immer mit irgendwelchen anderen Typen. Durchsuch die Gegend. Der muss hier irgendwo sein. Okay. Ich würde mich hier drüben umschauen. Du, schau dich da drüben um. Gib mir das alles nochmal hier. Ich brauch Medikits. Okay. Scheiße, da ist einer. Da hinten läuft noch einer. Meine Fresse, der Spacken soll mal hier bleiben. Hallo. Ja. Ah. Manchmal liebe ich es aber auch, mit meinen Gegnern zu spielen. Da hinten sind noch zwei. Noch drei. Alter, wie viele hier noch einfach sind, ne? Das ist echt nicht feierlich. Ich meine, ich habe noch genug Schuss, so ist es ja nett. Ich finde das aber cool, dass Ellie hier rumrennen kann, wie sie will. Die Leute werden nicht... Die wird nie bemerkt. Ich wollte gerade schon sein, er lebt aber nicht mehr. Okay, da kommt direkt der nächste. Die kommen jetzt einer nach dem anderen. Okay, da kommt zwei. Oh, shit, ey. Wie hat der Wichser mich gesehen? Egal. Oh, der ist ihm in der Hand explodiert.
Oh ja, leck mir doch die Füße, ey. In der Hand. Das ist unschön, ey. Okay. Ja, komm, ich nehme mal den Baseballschläger. Da lag noch ein Molotow irgendwo. Da. Sehr gerne noch ein Molotow. Ich sehe jetzt aber gerade... Doch, da hinten ist noch einer. Ich denke mal, wir gehen mal hoch. Oh, ich habe hier aber auch damals echt lange dran gehangen. Alter, hier sind ja noch viele. Den kann ich auch leise ausschalten. Okay. Da ist einer. Da ist einer. Okay. Sofort wieder runter. Der läuft nach da hinten. Nein, die Waffe. Komm her, du Penner. Du läufst in die richtige Richtung. Du läufst schön. Du läufst in dein Verderben. Oh, Verderben. Oh, ich hab den eigentlich voll getroffen. Verderben, okay. Ah, schön. Waren das jetzt mal alle... Ich meine mal ganz im Ernst, ich habe hier gefühlt die halbe Weltbevölkerung ausgerottet. Wo ist er wohl noch? Ah, ne, da ist noch einer. Okay. Ich hab den noch getroffen. Ich hab den Arm abgeschossen. Up! Savage Starlight. Savage Starlight. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Ja. Und somit haben wir es geschafft. Ich würde mich natürlich gerne noch ein bisschen umgucken, dann geht der Part zwar ein bisschen länger, aber wisst ihr was, das interessiert mich doch nicht. Nur, ich hatte jetzt so viel gekämpft hier in dem Part, das ist ja der Wahnsinn gewesen. Hier waren ja, die Leute waren ja hier en masse, also bitte. Du liest also gern, hm? Ich wollte gerade schon sagen, da liest die aber echt gern. Ich lese ja eigentlich auch gern. Ich habe früher sehr, sehr viel gelesen. Momentan leider nicht mehr so. Aber ich hätte eigentlich nochmal so ein paar Boxen, so ein paar alte Bücher von früher nochmal zu lesen. Ich finde nur momentan leider nicht die Zeit dazu, was ich ein bisschen schade finde. Okay. Wie gesagt, mal so ein bisschen hier umgucken. Hier waren wir ja schon mal. Dann würde ich eigentlich mal so behaupten, wir hätten soweit eigentlich alles mitgenommen. Wahrscheinlich habe ich schon wieder 800 Trainingsbücher und 900 Comics übersehen, das kann ja sehr gut sein. Anwärter-Checkliste. Für alle Zivilisten, die Bewohnerstatus beantragen, muss Folgendes überprüft werden, Dokumentüberprüfung. Der Anwärter muss eine unterzeichnete und anerkannte FETRA-Bewerbung für den QZ-Transfer vorweisen können und sich im angegebenen Kommissionsfenster befinden. Vom Militär ausgegebene IDs sollten genau untersucht und mit der zentralen Datenbank abgeglichen werden. Infektionsscan. Alle Anwärter müssen gescannt werden. Jeder positive Befund sollte zu einer sofortigen Quarantäne durch Zuweisung in den Krankenbereich führen. Alle notwendigen Mittel anwenden. Hinweis. Wenn Familien getrennt werden, soll möglichst Ruhe bewahrt werden. Alle Anwärter, die Ärger machen, sollen zur Verwaltung begleitet werden. Dekontamination. Alle Flüchtlinge müssen durch die Dekontaminationsduschen hindurch und mit Antipilzspray besprüht werden. Danach ist eine körperliche Untersuchung durchzuführen und die Akten der Anwärter zu aktualisieren und ihre Arbeitsfähigkeit festzustellen. Sicherheitsscreening. Pro Anwärter ist nur ein Koffer erlaubt.
Persönliche Gegenstände sind potenziell kontaminiert. Im Zweifel ist der Gegenstand zu verbrennen. Verbotene Gegenstände, tödliche Waffen, Schusswaffen, Sprengstoff, gefährliche Chemikalien, illegale Drogen müssen sofort entsorgt werden. In der Zone sind keine Tiere erlaubt. Sie müssen bei der Ankunft außerhalb des Kontrollpunkts freigelassen werden. Alle Schritte sind einzuhalten. Es darf keine Ausnahme geben. Okay. Gut, dass wir nicht zu den Vollspacken gehören, ey. Gut, dass wir unseren eigenen Weg hier gehen. Das ist eine Flasche, die brauche ich nicht. Hier noch irgendwas drin? Zone aufgeben. Oberst Mackenzie, alter Nakuzet-Sir. Nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle, Captain Mastros. Der gute alte Mastros. Ja, wer kennt ihn nicht? Ah, oh, Pistolen, Munition, geil. So. Ihr seht, man findet eigentlich noch Ortteile. Man findet doch noch recht geile Sachen hier. Jetzt habe ich gerade Lumpen bekommen. Aha. Müssen wir hier raus? Nein. Jetzt kann ich mir aber gerade mal nochmal ein Medikit machen. Das erfreut mich auf jeden Fall sehr. Ich muss sagen, mit der Shotgun habe ich eigentlich echt gut gekämpft. Ich habe echt gut geschossen. Ihr seht, ich habe so gut wie gar kein Leben verloren. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Hier ist Exit. So. Sonst irgendwas hier? Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten abzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Silence and Tolerance gleich Death. What the fuck? Another free soldier's dead. What is going to take? Give up. Alter, ist das ekelhaft. Okay, meine lieben Freunde. Es wird ekelhaft. Die Leute, die haben nicht so viel Spaß. Das hat man, glaube ich, gerade gesehen. Ich habe gefühlt ihre ganze Sippe ausgerottet. Und, es wird wahrscheinlich noch mehr von der Sippe geben. Leider. Mal schauen, gegen wen wir im nächsten Bad alles so kämpfen müssen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein großer, großer Kampf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin, tschüss.